Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, gibt es heute wieder ein Unboxing. Und zwar heute von FG Normal gesponsert. So, und ja, damit ihr seht, was da drin ist, packen wir es auch gleich aus. Aufgemacht habe ich es noch nicht. Es ist noch original verschlossen und deswegen würde ich sagen, befreien wir mal die Sachen, die da drin sind. Das Ganze war ungefähr 12 bis 13 Tage unterwegs von der Bestellung, bis es dann zu mir kam. Ich meine, es kommt über Hermes. Ich sage euch das gleich aber nochmal. Hier ein Paket. Dann haben wir noch ein Paket. Und dann haben wir sowas. Und ich glaube, das war's. Knistern wir noch eine Runde? Ja. Geliefert wird das Ganze per DHL und zwar aus Frankfurt. Das heißt, es ist ein Versand aus Deutschland. Ich denke, die werden da so ein Versandzentrum haben oder sonstiges. Von daher, so wie ganz, 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 ganz viele Sendungen von den Direktshops aus Deutschland verschickt werden. Finde ich aber ganz gut. Inwiefern sich das auf den Zoll auswirkt, das werden wir ab dem 1.7. merken, wenn denn die neue Regelung für Deutschland in Kraft tritt. Na, es ist ja immer nur für Deutschland. Wenn ihr in Österreich, Schweiz oder sonst wo wohnt, seid ihr vielleicht auch gar nicht davon betroffen. Aber wir in Deutschland sind ab 1.7. ja, davon betroffen und müssen dann alles verzollen. Aber wenn es aus Deutschland geliefert wird, das dürfte eigentlich nichts davon anfallen. Aber ich würde vorschlagen, wir kümmern uns jetzt mal einfach um die Produkte, die wir hier haben, oder? So, was ihr hier sehen könnt, ist was ganz Feines. Habt ihr bestimmt schon in ganz vielen Unboxings gesehen, aber auch ich habe es noch nicht angeboxt. Und deshalb, ja, denke ich, wird sich das bei mir auch irgendwo zu Hause gut einfinden. Und zwar ist das eine schöne Box für den Schrank. Ich packe das gleich mal aus und dann zeige ich euch das. Und zwar ist das mit einem schönen Mandala-Motiv. Wobei ich mich jetzt gerade frage, wie ich das bekleben soll. Okay. Schwierig, weil seht ihr hier irgendwo Zahlen drauf? Ich nicht, aber vielleicht ist das auch nur eine Rückseite. Ich schau mal. Wartet. Ich packe das Ganze mal aus, bevor ich mich hier dumm anstelle. Okay. Also, so geht das auf. Ihr habt drin noch so ein, könnt ihr das sehen? Hier so ein, schaut mal, so ein Ding, was ihr dann reinlegen könnt, damit das ein bisschen stabiler wird. Das sind die Stifte. So, wenn ihr das reinlegt, dann wird das ein bisschen stabiler. Was ich allerdings ein bisschen schade finde, man kann die halt nur hier oben anfassen zum Rausziehen. Also ihr solltet da möglichst nicht so schwere Sachen reintun. Weil sonst kann man das ein bisschen schwierig aus dem Schrank rausholen. Und wie ich es richtig vermutet hatte, das ist irgendwie Kunstleder. Das ist kein Stoff, das ist Kunstleder. Innen schwarz bezogen. Unten auch halt schwarz. Das hattet ihr gesehen und die Klebefläche ist diese. So, ich falte das nochmal auseinander, weil man das dann ganz ein bisschen besser sehen kann. Platzsparend auf jeden Fall aufzubewahren. Das ist sehr, sehr gut. So. Aber jetzt frage ich mich, nach welchen Symbolen ich hier irgendwas kleben soll, weil ich habe hier keine Zahlen und Symbole drauf. Ah, okay. Schaut mal, das ist die Symbolleiste. Das heißt, ihr müsst genau gucken, was ihr habt. Zum Beispiel... Ach, gucken wir mal. Guckt mal. In der Mitte der Kreis ist ein roter Kreis mit einem gelben Punkt. Es müsste dann die 7 sein. Hier ist es ein grüner Kreis mit einem blauen Punkt. Das müsste dann die 5 sein. Das heißt, ihr müsst genau gucken, wo ihr die hinsetzt. Aber dadurch, dass es farblich ineinander passt, finde ich das richtig cool. Keine Zahlen und Symbole, sondern richtig schön. Ja, also das ist sogar was, was ihr nicht zwingend bekleben müsstet. Das könnte man sich auch so irgendwo hinstellen. Und es würde noch nicht mal blöd aussehen. Oder? Gut, es klebt zwar, das müsste man versiegeln, aber theoretisch müsste man es noch nicht mal bekleben. Theoretisch. So, aber ich zeige euch nochmal die Steinchen, die wir dabei haben. Oh je, ich sehe schon ganz viele kleine Mini-Steinchen. So. Also,
Aber es macht natürlich die Arbeit ein bisschen schwieriger. Aber finde ich natürlich sehr gut, weil ihr habt dann immer noch ein bisschen die Wahl. So, wir haben hier, schaut mal, ich drehe euch die mal einfach um. Wir haben Strasssteine in Gelb. Wir haben weiße Abi-Steinchen. Sind etwas größere Steinchen. Dann haben wir so ovale Sondersteinchen. Was größere im Schachbrettmuster. Nochmal anders. Die sind ein bisschen andersfarbig. Wenn ihr jetzt könnt ihr das ganz gut sehen. Die sind mehr so gelb. Die sind ein bisschen mehr rosa-pink. Und die sind mehr ein bisschen blau-grün. So, dann haben wir hier nochmal gelbe. Dann haben wir hier nochmal ganz viele davon. Ich weiß gar nicht, wo die hinkommen. Was ist denn das? Die 9, oder? Das ist die 9. Die 9 ist hier so ein blaues Ding. Die kommen hier drumherum. Ich denke, das werden genug Steine sein, da werden auch welche übrig sein. Und dann haben wir nochmal so welche in Halbmond, Halbform, Halbrund irgendwie. So, ihr wisst, was ich meine. Genau, also die haben wir auch. Ja, richtig cool. Was ihr machen könntet zum Beispiel, wenn ihr andersfarbige AB-Steinchen habt und keine weißen setzen wollt. Die weißen kommen, das ist die 2, das ist hier dieses, schaut mal, die 2 ist das. Wo kommen die denn hin? Hier drinnen. Schaut mal, hier drinnen rum kommen die. Und hier im äußeren Kreis. Da könntet ihr zum Beispiel auch lila, blau, irgendwas andersfarbiges nehmen. Ihr seid also nicht zwingend darauf angewiesen, dass ihr die weißen Steine nehmt. Ne? Könnt ihr natürlich tun, aber die könnt ihr natürlich auch gegen andersfarbige AB-Steinchen austauschen, wo ihr sagt, nö, die passen mir besser. Ihr könntet auch zum Beispiel 2 Farben nehmen und die abwechselnd setzen. Das Coole an so einem Mandala-Muster ist, dass ihr das so kleben könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt das nach den Vorgaben machen, ihr könnt aber auch Abwandlungen machen, wenn ihr sagt, nee, ich möchte gerne lieber so eine Farbe oder lieber sowas drin haben. Das könnt ihr alles individuell gestalten. Das ist sehr, 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 sehr cool gemacht. Ja, also das gefällt mir echt schon mal sehr gut. Außer, dass man da halt keinen Griff hat zum Rausziehen. Aber gut, das ist halt so, ne? Also wie gesagt, nichts Schweres reintun für irgendwelche leichten Sachen, irgendwie wenn ihr Wolle aufbewahrt oder keine Ahnung. Leinwände könntet ihr da reinstellen. Leinwände sind ja per se nicht so schwer, wenn ihr nur so kleine Leinwände habt. Steine werden mit der Zeit schwer. Hm. Wenn man die nicht so oft rein und raus zieht, geht das wahrscheinlich auch. Aber ihr habt auf jeden Fall noch ein Brett zur Stabilisierung dabei. Von daher sollte das gehen. Und was ich total cool finde, ihr habt hier nicht einfach nur Stoff, sondern es ist wirklich so wie Art Kunstleder, ne? Wie langlebig das ist, kann ich natürlich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber gefällt mir trotzdem sehr gut. So, jetzt packe ich das erstmal wieder weg. Muss ja mal die Öffnung finden. So, was ihr auf jeden Fall auch dazu habt, ist natürlich ein Toolkit. Ich packe das nur erstmal wieder zusammen, damit hier nichts verloren geht. Gerade die Symbolleiste ist wichtig, weil ihr die nur sonst nirgendwo drauf habt. So, jetzt packe ich das mal kurz zur Seite. Und wir haben ein Toolkit mit einer Pinzette. Es war nur eine Plastikpinzette, ist aber natürlich für die Steine ganz gut, weil nicht alle Steine man mit so einem Stift aufnehmen kann. Da haben sie sehr gut mitgedacht, dass bei dem Toolkit halt eine Pinzette dabei ist. Ein Wachsblatt, ein einfaches Schiffchen, okay. Aber die Pinzette ist auf jeden Fall mitgedacht. So, und jetzt kommen wir zu den schönen Sachen, und zwar 2 tolle Bilder, die ich mir ausgesucht habe. Ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. So. Ich weiß gar nicht mehr, ob rund oder eckig, aber das werden wir gleich feststellen. So, Nummer 1. Okay, also, jetzt nicht erschrecken, die Größe ist 80x40. Wird wahrscheinlich nur die Leinwandgröße sein. Achso, und wie ihr es schon sehen könntet, ist es ein Engelsflügel. Die sind mir schon so oft hinterhergelaufen. Oh, ich habe mir schon so oft überlegt, mir mal einen zu bestellen. Aber das Ding ist, immer nur einen bestellen finde ich ein bisschen blöd, weil die sollen ja schon zusammenpassen. Weshalb ich es natürlich cool finde, wenn man 2 bestellt. So. Was natürlich ein bisschen doof ist, schaut mal, ich habe jetzt einen Knick drin. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Den kriegt man raus. Entweder Bücher drauflegen oder bügeln. Weil wir haben hier Flüssigkleber. Flüssigkleber verzeiht solche Sachen. Ist zwar nicht so optimal. Ich glaube, das ist ein Aufrollfehler gewesen. Werden wir gleich bei dem anderen Bild feststellen. So, einmal glatt gestrichen. Dann sollte das auch irgendwann sich wieder auslegen. Da habe ich gute Hoffnung. So, und was ich euch sagen kann,
Es hat auf jeden Fall erstmal DMC-Nummern. 23 verschiedene Farben mit DMC-Nummern drauf. Sehr, sehr gut. Und mein Tisch ist zu klein. Wir haben ein Toolkit mit 2 Stiften, eine große Wachsplatte, ein Schiffchen, ganz normales Toolkit. Und ihr Lieben, wir haben eckige Steine. Ich habe dieses Bild schon so oft mit runden Steinen gesehen und FG Normal hat es mit eckigen Steinen, was ich richtig gut finde. Deswegen habe ich mir auch gedacht, komm, dann bestelle ich oder möchte ich gerne von dort zweimal die Engelsflügel haben. Nämlich einmal links und einmal rechts mit eckigen Steinen. So, und deswegen packe ich auch jetzt parallel mal das andere Bild aus. So. Schaut mal. Na, das ist das andere Bild. Und wie ihr sehen könnt, hier ist es richtig gerollt. Wir haben hier jetzt eine kleine Ecke, aber das ist nur in der Leinwand. Ich denke, hier wäre auf dem Bild wird ein kleiner Fehler beim Aufrollen gewesen sein. Die haben das versehentlich einmal umgeschlagen. Aber das ist nicht so schlimm. Wie gesagt, solche Knicke bei Flüssigkleber kriegt ihr sehr, 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 sehr gut raus. Bei doppelseitiger Klebefolie ist es sehr, sehr, sehr viel schwieriger, weil natürlich ihr eine doppelseitige Klebefolie drauf hat. Hier ist der Kleber flüssig aufgetragen. Wenn ihr den erhitzt, dann wird er wieder ein bisschen flüssig. Der legt sich wieder auf die Leinwand drauf. Und dann kriegt ihr das Ganze wieder glatt wie ein Babypopo. Also da braucht ihr wirklich keine Sorgen machen. Bei gegossener Kleber ist das sehr, sehr viel einfacher. So, das sind die beiden Bilder. Die sehen ja schon mal cool aus. Und auch hier haben wir eckige Steinchen. Sehr, sehr geil. Das Toolkit ist identisch. Hä? Achso, hier hatten wir 2 Toolkits drin und in dem anderen 1. Aber in der Summe ist es identisch, nur dass hier ein Schiff mehr drin ist. Gut, ein Schiff mehr ist gar nicht so schlimm. Die Bilder unterscheiden sich genau. Ihr habt hier fortlaufende Nummern, ihr könnt das gar nicht sehen. Der Tisch ist zu klein. Hier haben wir die NF0191 und hier haben wir die NF0192. Die sind sogar fortlaufend, beide in derselben Größe. Jetzt messen wir die Größe nochmal aus. Zumindest die Breite. Die Breite gibt zumindest einen Indiz, wie breit es wirklich ist. 30. Ja, wir haben hier eine Breite von, wartet mal, 30. Ja, 35, etwa 35 cm haben wir. 34 bis 35 cm. Also es wird die Leinwandgröße sein, die hier angegeben ist. Also haben wir hier eine Größe von 35 mal, lasst mich lügen, bestimmt 75 oder so. Geht aber auch, wenn man einen Rahmen nimmt, der größer ist oder zum Beispiel das auf passende Leinwände klebt. Und da finde ich es nicht schlimm, wenn das ein bisschen kleiner ist wie die Leinwand. Dann kann man die Leinwand vielleicht noch ein bisschen schöner gestalten, noch einen Rahmen draufkleben oder sonst irgendwas tun. Geht alles, wenn man will. Gut, so. Jetzt möchte ich noch einmal was tun. Und zwar möchte ich gerne die DMC-Nummern vergleichen von den beiden Bildern. Dazu lege ich mir die Bilder mal nebeneinander und passt mal auf. Also, wir fangen mit der 154 an. Die 225 ist in beiden Bildern drin. Die 310 ist in dem einen Bild, aber nicht in dem anderen Bild. Die 452 ist identisch, die 414. Wir haben sehr, sehr viele Farben, die identisch sind. Ja, sehr, sehr viele identische Farben, aber ein paar Nuancen sind unterschiedlich. Das finde ich aber, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass wir hier weiß drin haben. In dem ist weiß und in dem zum Beispiel nicht. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Das Ding ist ja immer, die werden ja separat gepixelt durch die Programme. Ja? Und bei jeder Pixelung durch Programm ermittelt ja irgendwie neue Farben. Und dann kann es mal sein, dass bei dem einen mal ein bisschen was dabei ist, bei dem anderen nicht. Das finde ich jetzt persönlich nicht ganz so schlimm. Guck mal, ob wir hier viel Weiß haben. Also wir haben ja relativ viel Weiß drin. Wie das hinterher, ob die hinterher passen, zusammenpassen oder ob die sich arg unterscheiden, das kann ich jetzt natürlich so nicht sagen. Ich würde aber mal behaupten, dass wenn ihr die fertig gemacht habt, das gar nicht so auffällt. Hier haben wir Schwarz und Weiß drin. Hier haben wir kein Schwarz und kein Weiß drin. Also das ist eher so ohne Schwarz und ohne Weiß. Aber dafür werden wahrscheinlich ja, dafür haben wir ganz dunkelbraune Töne dabei. Und hier haben wir Schwarz dabei, aber kein dunkelbraun. Was ihr natürlich machen könntet, ist das Schwarz. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte das aber ähnlich haben, dann tauscht das Schwarz hier durch die 3799 aus.
dann habt ihr zumindest, was den ganz dunklen Ton angeht, identische Aufteilung. So, was das Weiß allerdings angeht, das kann ich euch gar nicht sagen, was das Weiß mit was kombiniert ist. Ich müsste dazu mal die Tüten aufmachen. Glaube ich. Oder ich kriege raus, was das Weiß ist, mit was das Weiß hier getauscht wurde. Ich vermute mit der 762. Ne, hier ist auch die 762 drin. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall der Schwarz könntet ihr austauschen, dass das nicht ganz so hart ist. Ne? Dass das hier nicht so hart schwarz ist und hier dann so ins Braun gehen. Oder ihr tauscht natürlich hier die Farbe aus und sagt, anstatt dem 3799 nehme ich hier Schwarz. Das ist euch überlassen. Das könnt ihr natürlich sehr gerne tun. Ihr müsst natürlich immer nur darauf achten, dass ihr eine unterschiedliche Nummerierung habt. Also eine unterschiedliche Legende. Ihr könnt, wenn ihr nach DMC-Nummern paintet, gar kein Problem, dann könnt ihr das machen. Dann könnt ihr das mixen. Dann könnt ihr auch die Farben zusammenschmeißen. Paintet ihr aber nach Symbolen und DMC-Nummern, müsstet ihr euch zwei verschiedene Aufbewahrungen anschaffen. Also ihr müsstet die nacheinander painten, weil ich habe hier zum Beispiel eine andere Legende als auf der Seite. Ne? Deswegen, da muss man halt gucken, auch wenn ihr die Steine wegpackt, aber die könnt ihr ja zusortieren, indem ihr auf die Bildnummer schaut. Ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ja, aber ansonsten, finde ich, sieht es schon mal sehr gut aus. Ich zeige euch nochmal den Druck und zeige euch mal die Klebefläche. Ich mache das mal mit ein bisschen Koordinationsschwierigkeiten bei zwei Bildern. Aber das ist mir so oft schon hinterhergelaufen. Also Klebefläche ist wirklich gut. Da kann man gar nichts sagen. Und jetzt zeige ich euch mal noch den Druck. Und der ist auch wirklich sehr gut. Also selbst diese Symbole hier mit hell, ein bisschen auf hell. Bei dem K zum Beispiel könnt ihr das sehr gut sehen. Kann man sehr, sehr gut lesen. Wirklich. Das W kann man gut sehen, das B kann man gut sehen, das G. Also vom Druck her wirklich sehr gut. Und dann zeige ich euch das andere Bild auch, dass ihr mir dann auch glaubt, dass das auch hier gut ist. Ja. Auch hier sieht das sehr, sehr gut aus. Ich werde die wahrscheinlich zusammengerollt aufbewahren, damit die einfach zusammenbleiben. Damit ich dass die auch immer wieder finde. Aber ich finde die so toll, die zwei Flügel. Ja, die passen halt zusammen, ne? Also von daher, einer links, einer rechts. Ich zeige euch nochmal die Vorschaubilder. Und da die halt separat gepixelt werden, ist halt natürlich eine Farbabweichung immer normal. Ne? Aber wie gesagt, ihr könnt ja ein bisschen tauschen. Was ihr bei den Flügeln auch sehr, sehr gut machen könnt, ist, wenn ihr zum Beispiel Farben in beiden Sachen drin habt, wie zum Beispiel die 819 oder, was haben wir denn noch, die 939, ja, vielleicht nicht. Aber alles, was im Flügel steckt, da könntet ihr zum Beispiel auch HB-Steinchen reinbauen, damit diese Flügel einfach noch ein bisschen mehr Glanz kriegen. Das einzig Doofe ist halt, hier haben wir einen Weißton, den haben wir hier natürlich nicht. So, und das ist natürlich immer ein bisschen doof. Ich überlege gerade mal, ich gucke mal gerade was, die 160. Okay, nee. Ich habe gedacht, ich hätte vielleicht die Farbe gefunden. Ich vermute, dass es hier so ein Grau ist, was damit getauscht worden ist mit dem Weiß. Aber auch Grautöne gibt es ja mittlerweile immer mehr, die man austauschen kann. Zum Beispiel die 318. Ne? Hier ist die 318 drin, aber kein Weiß. Ich denke mal, die 318 wird dann irgendwo auch diese Sachen dann sein. Dann könntet ihr hier die 318, hier kann man das Weiß austauschen. Man kann da schon echt viel spielen. Das finde ich so gut. Gut, ihr Lieben, das waren die drei Sachen aus der Kiste, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber aus dem Päckchen. Und ich möchte mit euch auch natürlich eine Paintprobe machen. Ihr Lieben, die Frage ist nur, wo fangen wir hier an? Links oder rechts? Oben oder unten? Also, wir haben ja das W. Das W ist ja das Schwarz, nehme ich mal an. Ne, die 939. Haben wir hier auch die 310. Ne, haben wir das 3799. Das O. Also hier haben wir unten sehr viel dunkle Farben. Die könnte man natürlich mal anpainten, um mal zu gucken,
Oder soll ich euch lieber hier mal ein Stück anpainten? Da müsste ich aber links so viele Farben aufmachen. Das ist natürlich bei den großen Päckchen halt immer ein bisschen schwierig, weil ich die natürlich nachher auch wieder wegpacken muss. Ich hasse meinen Wecker. Der Wecker, der Wecker, der Wecker. Da sagt Janine, Achtung, du musst gleich noch was tun. Ja, es tut mir leid, wenn ihr zwischendurch mal den Wecker hört, aber das heißt, irgendwie drehe ich die Videos auch immer zur selben Zeit, dass der Wecker zwischendurch mobbert. Aber nicht so schlimm. Ich bin am Überlegen, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich hier mal irgendwo so einen Weg kleben. Eventuell, wisst ihr was? Ich fange hier oben an. Hier oben habe ich eine einheitliche Stelle. Das W ist ja die 939. 939 ist auch immer so ein etwas kritischerer Farbton. Der kann auch schon mal unterschiedlich ausfallen. Klein, groß, dick oder dünn. Und dann können wir zumindest dann schon mal für die 939 schauen, wie die Farbe so ist. Ich zeige euch aus diesem Bild jetzt aber auch mal die Farben. Die muss ich sowieso gleich aufmachen. Und dann kann ich euch auch natürlich die Farben daraus zeigen. Ist die 192. Das ist die 191. Das ist die 192. Das wird heute ein langes Video. Irgendwie komme ich mir vor, als wenn ich nicht mehr weiß, was ich erzählen soll. Und irgendwie rumeiere. Was aber totaler Blödsinn ist, weiß ich. Irgendwie komme ich mir heute komisch vor. Egal. So. Wir haben auf jeden Fall schöne große Tütchen. Und bei solchen dunklen Farben muss man immer gucken, wenn man da Fremdsteine drin hat. Aber die sehen so ganz... So, grau ist immer, da haben wir viele Nasen drin. Das sind auf jeden Fall Acrylsteine. Ich werde oft gefragt, woher weißt du, dass es Acrylsteine sind? Acrylsteine haben so kleine Löcher hinten drin. Das könnt ihr hier sehen, bei dem hier unten. Ne, da, bei dem hier. Seht ihr das? Da habt ihr ein Loch. Und wenn ihr mindestens einen Stein mit Loch findet, dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Indiz. Es kann natürlich auch sein, dass der Anbieter Steine mixt. Würde ich manchmal gar nicht ausschließen, weil bei manchen sehe ich zum Beispiel, hier sehe ich zum Beispiel gar kein Loch bei den Steinen. Haben wir jetzt Hartsteine oder haben wir Acrylsteine? Gute Acrylsteine. Hier habe ich, doch hier habe ich ein Loch, da oben in der Mitte habe, sehe ich Löcher. Also es ist oftmals ein Ratespiel. Aber wenn ihr mindestens einen Stein mit Loch findet, ist das schon ein gutes Indiz dafür. Weil die werden die Steine untereinander nicht mixen. Hier, das ist die Farbe, die wir gleich kleben werden. Nee, das ist die 823. Das ist ein dunkles Blau. Ich habe mal mehr davon. So. Die 939 haben wir hier. So, jetzt gucken wir mal. Die sehen. Sind auch Acrylsteine. So, erstmal ganz passabel aus. Da habe ich noch ein paar einzelne liegen. Und die werden wir natürlich gleich benötigen. Hier haben wir noch die restlichen Steine. Die zeige ich euch mal im Schnelldurchlauf. Der Ton ist auch schön, so ein schöner Fliederton. Manchmal wundert man sich schon, was da so für Farben in so einem Bild sein können. Aber klar, ne, das menschliche Auge sieht so einzelne Farbnuancen gar nicht, obwohl die vielleicht da sind. Weil es sind halt, wie gesagt, ja Pixel. Und von daher passt das im Endeffekt, im Endergebnis auch. Gut, es sieht jetzt ein bisschen chaotisch auf meinem Tisch aus. Ich werde jetzt gleich ein bisschen umbauen, werde diese Ecke dort hinten einmal frei machen. Und dann werde ich mit euch gleich die 939 kleben. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Mein erstes Unboxing von FG Normal hatte ja das Ergebnis, es waren die bunten Pusteblumen, wo ich größere, ich sage mal in Anführungsstrichen, größere Lücken hatten. Ich hatte wirklich Lücken zwischen den Steinen. War nicht so optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mir ist eine Lücke lieber, als wenn ich ploppende Steine habe. Und im Endergebnis, bei bunten Bildern seht ihr das nicht. Wenn ihr Bilder habt mit einem weißen Hintergrund, dann sind solche größeren Lücken nicht so schön. Da habe ich aber schon ganz oft gesagt, da müsstet ihr überlegen, ob ihr euch die Steine einfach austauscht gegen richtige Harzsteine. Die passen viel besser, die sind auch nicht so klein, wie häufig Acrylsteine in Weiß oder Cremefarben. Aber da müsstet ihr ein bisschen schauen. Und dadurch, dass die Bilder auch einzeln hergestellt waren, kann es jetzt auch sein, dass das hier überhaupt kein Problem ist. Deswegen schauen wir uns das gleich mal an
Und deswegen finde ich diese Paintproben auch immer ganz spannend. Ich bin nämlich auch immer sehr überrascht und möchte gerne wissen, wie das Ganze ausschaut. Aber wir haben ja hier keinen hellen Hintergrund. Wir haben ja ein sehr schönes, gemustertes, dunkelhelles Bild, hätte ich beinahe gesagt. Und ja, wir painten gleich mal an. Also ich baue um, ihr Lieben, und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich muss hier bremsen. Hammer! Ich weiß nicht, ob ihr das sehen konntet. Ich konnte diese Steine wirklich super geil dicht an dicht setzen. Ich habe Schachbrettmuster geklebt, weil da kann man das eigentlich ganz gut sehen, ob da großartig Lücken entstehen oder nicht. Aber, wie ihr sehen könnt, alles tutti. Richtig, richtig gut. Ich muss dazu sagen, es gibt Ausschusssteine, ja, die gibt es. Nichtsdestotrotz sehen aber sehr, 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 sehr viele sehr, sehr gleichmäßig aus. Ich zeige euch das mal. Also, ich weiß gar nicht, ob jetzt habe ich meinen Stein, jetzt habe ich meinen Stein weggeschüttelt. Schaut mal. Wo ist die Kamera da? Es sind, ich nehme mal an, es sind Acrylsteine, ja. Und ich habe das nicht geschönt. Ich habe hier noch irgendwo Müll drin. Da sind ein paar kleine Dinger drin. Ich habe hier irgendwo auch noch einen Krüppelstein dazwischen. Den wollte ich euch eigentlich zeigen, dass es den sehr wohl gibt. Aber den habe ich gerade weggeschüttelt. Nee, da ist er. Da. Da. Ja, ne, solche Steine würde ich aussortieren. Habt ihr aber nicht viele von. Ja, es sind auch schon Steine dabei. Finde ich aber nicht schlimm. Das ist okay. Oder hier jetzt, hier der Stein. Guckt mal hier, der. Oh, wo ist die Kamera? Da habt ihr so eine kleine Nase dran. Aber habt ihr das bei den anderen? Schaut euch die anderen an. Ich habe hier keine Steinchen rausgesucht oder nicht rausgesucht oder irgendwas rausgenommen. Das sind die Steine so, wie ich sie in Schiffchen getan habe. Ja, hier seht ihr noch ein bisschen Schmutz drin. Noch ein paar kleine Restkügelchen von irgendwas. Gefällt mir außerordentlich gut. Und gerade mit 939 habe ich schon so schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, überzeugt mich vollends. Wenn ihr mir jetzt sagen würdet oder mir die Frage stellen würdet, Janine, kannst du diese Bilder empfehlen? Ich würde erstmal sagen, ja. Ich kann natürlich noch kein fertiges Ergebnis zeigen. Aber die Paintprobe ist für mich sehr positiv. Der Druck ist wirklich sehr, sehr gut. Wir haben eine DMC Angabe auf der Leinwand, also auf der Legende, was ich sehr gut finde, weil die Steinchen ihr wiederverwenden könnt. Ihr könnt Steinchen austauschen, ihr könnt schauen, wie auch immer. Ein bisschen schade ist es, aber das ist ein minimaler Kritikpunkt, minimal. Wenn ihr beide Bilder habt, dass die DMC-Nummern nicht identisch sind. Das liegt aber am Pixelprogramm. Da könnt ihr selber ein bisschen tauschen. Ihr könnt nämlich wirklich die eine, ihr sagt, okay, das Dunkelbraun, das will ich nicht. Ich tausche das gegen Schwarz aus, dass mein Hintergrund so ein bisschen passender ist. Dann könnt ihr das tun. Die Flügel würde ich so painten, wie sie sind. Vielleicht würde ich da noch AB-Steinchen dran setzen. Ihr setzt die Flügel ja nicht aufeinander. Ja? Oder schneidet die jetzt irgendwie aus, dass ihr die nebeneinander klebt. Aber mal ganz ehrlich, schaut eure beiden Hände an. Sind eure Hände denn identisch links und rechts? Nein. Sind eure Gesichtshälften identisch links und rechts? Im Regelfall nicht. So, warum sollten denn linke und rechte Flügel genau identisch sein? Sind sie nicht, ja? Es ist aber auch überhaupt nicht schlimm. So hat man weiß, dass sie zusammengehören, aber sie unterscheiden sich minimal. Und man kann damit ein bisschen spielen. Auf jeden Fall von mir, auf jeden Fall eine Empfehlung. Was noch ein bisschen schade ist, aber das ist sehr, sehr häufig so, liebe Leute, die Größenangabe. Es wird die Leinwandgröße auf der Internetseite angegeben und
klar, wenn die Leinwandgröße angegeben ist, dann muss man damit rechnen, dass das Bild kleiner ist. Ich weiß nicht genau, wie die Bilder gedruckt werden. Zumindest sehe ich, dass sie auseinandergeschnitten werden. Aber bei den ganzen Shops, bei den Direktshops, es wird die Leinwandgröße angegeben. Damit müsst ihr euch anfreunden oder ihr könnt da nicht kaufen. Einzige Zahlungsoption ist PayPal. PayPal ist aber abgesichert. Von daher auch alles soweit sauber und in Ordnung. Wenn da irgendwelche Probleme sind, sprecht mit den Leuten. Gut, Kommunikation ist auf Deutsch natürlich ein bisschen schwieriger, weil es halt im Normalfall, im Regelfall besser auf Englisch geht. Da kann man besser schreiben, die Leute verstehen einen schon ein bisschen besser. Und wenn gar nichts hilft, falls ihr wirklich total unzufrieden sein solltet, was ich eigentlich nicht glaube, dann kann man zur Not halt auch über den PayPal-Käuferschutz gehen, weil den gibt es ja. Deswegen ist PayPal-Zahlung super. Von mir auf jeden Fall eine klare Kaufempfehlung. Also eine Empfehlung. Also wer da Bock drauf hat und sagt, ich habe schon immer mal die Flügel in eckig gesehen, gesucht und ich habe die immer nur in rund gefunden. Super, danke, dass du die gezeigt hast. Danke, dass du die Paintprobe gemacht hast. Danke, dass ich jetzt weiß, dass auch kein Problem mit der Hintergrundfarbe besteht. Bitte schön, gern geschehen. Die schwarzen Steine habe ich mir jetzt von dem anderen nicht angeguckt, aber ich denke, die werden ähnlich sein. Gerade die Direktshops haben natürlich auch einen Ruf zu verlieren, Leute. Ihr dürft es nicht unterschätzen. Das ist nicht so, dass die jetzt sagen können, oh ja, wir machen jetzt mal irgendwas Billiges. Nein, die müssen schon gute Qualität abliefern. Und was ich bisher so gesehen habe, tun die das eigentlich auch. Ja, meine Faltbox fand ich auch sehr gut. Also von daher hat sich auf jeden Fall gelohnt, euch das zu zeigen. So, Börchi war auch mit am Start. Börchi hat aufgepasst, Börchi hat Glück gebracht. Vielen lieben Dank, liebe Pichu, für Börchi. Börchi war sehr hilfreich dieses Mal. So, ich verlinke euch natürlich alle Informationen zu den Produkten, also zu den Flügeln jeweils links und einmal rechts. Und ich verlinke euch auch die Box unten in der Beschreibung. Wenn ihr nachshoppen wollt, dann könnt ihr das sehr, 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 sehr gerne tun. Schaut immer mal auf die Seite, ob es da vielleicht auch Angebote oder Rabatte gibt. Vielleicht habt ihr Glück und diese zwei Bilder sind gerade im Ausverkauf oder im Angebot, dann schlagt auf jeden Fall zu. Also von daher, Preis-Leistung würde ich auf jeden Fall sagen, sehr, sehr, sehr gut und sehr praktisch und passt. Diese Bilder, wie gesagt, 80x40 mit eckigen Steinen bei den Direktshops habe ich es eigentlich so. Ich habe jetzt lange nicht mehr geguckt nach genau den Motiven, aber sie sind in rund sehr häufig zu finden, in eckig nicht so häufig. Und deswegen fand ich das sehr, sehr cool, dass ich das in eckig testen durfte. Und ich finde das echt von der Klebe her echt gut. Also gefällt mir richtig gut. Ja, auf jeden Fall, das macht Spaß. Wenn sowas macht halt richtig Laune, weil man dann sich freut, dass es passt und dass es gut ist. Und ja, es kann natürlich sein, dass ihr eine Farbe habt, die jetzt hier vielleicht auch Nasen hat oder so. Wenn ihr solche Probleme habt, wie gesagt, dann schreibt den Händler an und fragt, ob man da irgendwas machen kann. Und im Normalfall sind die da auch wirklich sehr, sehr kooperativ, solltet ihr irgendwelche Probleme haben. Hat von euch einer schon mal von den Direktshops diese Flügel gemacht, in rund oder in eckig oder so? Dann schreibt es mir mal sehr gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir da mal eine Info dalasst, ob ihr die Flügel vielleicht schon mal gemacht habt. Oder ob ihr auch vielleicht mit dem Gedanken spielt, euch die nochmal zuzulegen. Lasst uns ein bisschen schwatzen in den Kommentaren, würde ich mich sehr darüber freuen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das sehr gerne tun. Und dann freue ich mich, dass ich euch nämlich auch beim nächsten Mal wiedersehe. Das nächste Video wird auch ein Unboxing sein und ich kann so viel verraten, da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Wird auch ein Promopaket sein. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was dabei rumkommt. Und dieses hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich möchte von euch wissen, das könnt ihr mir auch noch verraten, ob ihr sehen wollt, dass ich das Bild weiter painte. Dann werde ich das in meine Sammlung der noch zu klebenden Bilder mit aufnehmen, die dann an meinen Schrank kommen. Ich werde das nicht mit jedem Bild machen können. Klar, geht nicht. Alle, die ich anpainte, kann ich nicht weiterkleben. Die wandern irgendwann mal in mein Lager.
Und dann muss ich die irgendwann mal machen. Aber hin und wieder denke ich mir, kann ich auch mal so ein Bild oder zwei Bilder mitnehmen. Aber wir müssen auf jeden Fall auf Bilder fertig bekommen. Das heißt, ich versuche jetzt ganz, ganz viele Unboxings noch zu drehen. Ich habe nämlich noch diverse von AliExpress hier. Und dann können wir auch mal in Ruhe versuchen, weiter die Bilder zu kleben, dass ihr dann auch da mal ein Update bekommt, was hier noch so zu tun ist. So, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Spaß. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr so fleißig mit dran geblieben seid. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Habt Spaß, lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund. Und ihr Lieben, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim nächsten Unboxing oder zu einem anderen Video, je nachdem, wie ihr mögt. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.